Super Mario Bros. Aus dem Jahr 1985 ist der unumstritten bekannteste und einflussreichste Vertreter des Jump-and-Run-Genres. Und worum es dabei eigentlich geht, erklären wir euch in diesem Video. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über den titelgebenden Klempner Mario, der auf der Suche nach der Prinzessin Peach durch verschiedene Welten reist. Jede Welt ist in mehrere Level aufgeteilt, die sich thematisch unterscheiden. Wie die Genrebezeichnung schon verrät, geht es in dem Spiel darum, durch gut getimtes Laufen und Springen tödlichen Fallen und Gegnern zu entkommen oder an gewinnbringende Gegenstände zu gelangen. Eigentlich ganz einfach. Die Spielmechaniken, also was der kleine Mario so machen kann und was ihm gar nicht gut tut, werden dem Spieler ohne nähere Erklärung einzig durch das Leveldesign beigebracht. Wie ihr direkt sehen könnt, bewegt der Spieler Mario in einer zweidimensionalen Welt von links nach rechts. Rechts lang geht es weiter, links lang rennt man gegen den Bildschirmrand und kann nicht weiter zurück. Die aufgedeckte Fläche des Levels bleibt dabei immer gleich groß. Das Spiel ist also eine Einbahnstraße, die den Spieler immer weiter in Richtung Levelausgang bringt. Hindernisse und Gegner können durch Sprünge umgangen oder ausgeschaltet werden. Springt man einem Gegner auf den Kopf, ist er besiegt. Springt man von unten gegen eine mit einem Fragezeichen markierte Kiste, wird diese geöffnet und versorgt Mario mit wertvollen Extras oder Münzen. Am Anfang hat man erstmal drei Lebenspunkte, die durch eine kleine Mario-Figur am Levelanfang dargestellt werden. Sind diese Punkte aufgebraucht, ist Mario besiegt und muss das Spiel komplett von vorne beginnen. Sammelt der Spieler aber grüne Pilze mit dem Vermerk One-Up aus oft versteckten Kisten ein oder werden 100 Münzen gesammelt, erhält der Spieler einen zusätzlichen Lebenspunkt. In den Kisten mit dem Fragezeichen finden sich regelmäßig rote Pilze, die Mario wachsen lassen, sobald er sie eingesammelt hat. Mario kann nun lockere Steine zerstören, wenn er beim Sprung darunter steht, und sich ducken, um beispielsweise feindlichen Geschossen auszuweichen. In diesem Zustand wird Mario auch nicht vom ersten Treffer durch ein Geschoss oder einen Gegner besiegt, sondern schrumpft erstmal wieder auf seine Anfangsgröße zurück. Hat Mario bereits einen roten Pilz gesammelt und würde dann einen zweiten finden, erscheint stattdessen eine rote Blume. Wird diese eingesammelt, kann Mario Feuerbälle auf Feinde schießen. Aber auch jetzt kann er lediglich einen Treffer einstecken, bevor er in seinen kleineren Ursprungszustand zurückversetzt wird. Findet Mario einen Stern in einer Kiste und schafft es, ihn einzusammeln, wird er für kurze Zeit unverwundbar. Dann ändert sich die Musik im Spiel und Mario fängt ganz euphorisch an zu blinken. Gegner können ihm währenddessen nichts anhaben, aber ein Sturz in einen der vielen Abgründe, Lava oder ähnliches, lässt Mario weiterhin direkt ein Leben verlieren. Neben dem normalen Weg sind in vielen Leveln oft Abkürzungen und Geheimgänge versteckt. Manche Rohre bieten beispielsweise die Möglichkeit, in ihnen abzutauchen und so einen geheimen Bereich unterhalb des Levels zu finden. Gut versteckte Bohnenranken bringen den Spieler in einen geheimen Bereich oberhalb des normalen Weges. Ist der Spieler mit einem Level ausreichend vertraut, kann er sich gezielt daran machen, Punkte zu sammeln. Das geht durch das Einsammeln von Münzen und Gegenständen, dem Töten von Gegnern und dem schnellen Abschluss eines Levels. Ihr seht am oberen Bildschirmrand einen Countdown dafür. Je schneller der Level beendet wird, desto mehr Punkte bekommt der Spieler für die restliche Zeit. Die Profis spielen Super Mario Bros. Hauptsächlich auf Geschwindigkeit. Dafür verwenden sie Marios Fertigkeit zu sprinten und rennen in Sekunden durch die einzelnen Level, um beeindruckende Weltrekorde aufzustellen. Jetzt, wo ihr die Grundlagen des einflussreichsten Jump-and-Run-Spiels kennt, solltet ihr kaum Probleme haben, die vorgestellten Mechaniken bei anderen Titeln des Genres wiederzuerkennen. Unsterblichkeit wird zum Beispiel in vielen anderen Spielen auch durch Blinken oder Leuchten signalisiert, und 100 Münzen, Sterne, Äpfel und so weiter werden euch ziemlich sicher einen extra Lebenspunkt einbringen. Und schon habt ihr die Spielregeln von Super Mario Bros. Verstanden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch bitte einen Daumen hoch und ein Abo da. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann klickt auf die kleine Glocke, um keines unserer neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!